Das Stadiongelände des Hamburger Fußballclubs St. Pauli. Der Gegner an diesem Samstagnachmittag heißt Fortuna Düsseldorf. Und die Anhänger des Traditionsvereins, der schon bessere Zeiten gesehen hat, gelten nicht gerade als zimperlich. Heute muss für die Fortuna ein Sieg her. Etwa 3000 Fans sind angereist. Mehr als 350 Beamte unterstützen die 200 St. Pauli-Ordner. Sie sollen die erwarteten Ausschreitungen im Keim ersticken. Von diesen 3000 Fans kommen ungefähr 200 Problemfans mit. Und da das Verhältnis zwischen den St. Pauli-Fans, die Problemfans und den Düsseldorfern rivalisierend bzw. feindschaftlich ist, sind wir stärker als normal hier. Ja. 200 vereinseigene Ordner hat der FC St. Pauli. Sven Brooks ist ihr Chef. Vor 15 Jahren noch hat er sich als Fan jedes Spiel angeschaut. Später machte er seine Begeisterung für den Fußball und für St. Pauli zum Beruf. Man hat mit Unmengen an ganz verschiedenen Leuten zu tun, aus allen Kreisen der Fanszene und so. Und auf jeden adäquat eingehen zu müssen am Spieltag in unterschiedlichen Gemütszuständen, das ist schon spannend. Haben Sie da eine spezielle Ausbildung für gemacht oder sind Sie da reingewachsen? Da bin ich im wahrsten Sinne des Wortes reingewachsen. Zuerst als Fanbeauftragter des Vereins Fanladen gegründet, 8,5 Jahre da gearbeitet und dann jetzt halt als Organisationsleiter seit 98 hier beim Verein. Die Nähe zu den Fans hat Sven Brooks zum Prinzip seiner Arbeit gemacht. Mit Erfolg. Die ehemals bundesweit verschrienen St. Pauli-Anhänger verhalten sich heute meist diszipliniert. 14 Uhr, letzte Besprechung mit den Ordnern vor dem Spiel. Südkurve wird ein bisschen heftiger als sonst. Mehr Leute, auch ein paar Gestörte, aber kein Weltuntergang. Wie wir es besprochen hatten, an dem Trennzaun zwischen Stehplatz Südkurve und Block 11 ein paar Leute, damit die da nicht dran rumwackeln und so weiter. Das ist für dich wichtig, ne? Wir müssen halt wie immer nachher mal gucken, wo sich die Ultra- oder die Hool-Gruppe von denen innerhalb der Südkurve postiert. Die Zusammenarbeit zwischen Ordnungskräften und Polizei funktioniert gut in Hamburg. Das ist wichtig, gerade bei Problemspielen wie diesem. Habt ihr den Ordner noch mal gesagt, wegen Pyro, dass die bekannt dafür sind, dass sie? Ja, ich treffe mich jetzt noch mit dem Düsseldorfer Fanbeauftragten, sag denen das. Auch unser Deal mit den Doppelhaltern, jetzt ja, aber aufpassen und sonst geht das nicht nochmal. Messer, Schlagringe und Bierflaschen haben im Stadion nichts verloren. Das ist bei den meisten Fans mittlerweile angekommen. Probleme bereiten die, die den Alkohol im Blut reinschmuggeln wollen. Darf ich die anderen? Nein. Du hast ein bisschen zu viel getrunken. Du hast noch Zeit. Du hast noch Zeit, ein bisschen auszunüchtern. Davor trink 2-3 Kaffee und dann probierst du es nachher nochmal. Da bitte ich dich drauf. Der ist ein bisschen. Der könnte aggressiv. Ja, die haben so einen irren Blick irgendwie. Ich weiß nicht. Also den würde ich auch lieber nach Hause schicken. Ist jetzt sauer? Selbstverständlich. Ich glaube, dass man halt einfach befürchtet, dass sie unter Umständen aggressiv werden können. Das wird eh passieren. Trotz Bedenken hat St. Paulis Sicherheitschef Sven Brooks entschieden, das Mitführen von großtransparenten, sogenannten Doppelhaltern, nicht zu verbieten. Und dies, obwohl diese Transparente für krawallwillige Hooligans optimalen Sichtschutz bieten. Aladin Grabus ist Fortunas Fanbetreuer. Die Polizei hatte auf der Vorbesprechung gesagt, dass Düsseldorf gerne Pyro einsetzt. Dann war halt die Frage, ob Doppelhalter und so erlaubt sind. Und weil ja dahinter immer die Sachen gezündet werden. Ich hoffe, die honorieren das Entgegenkommen, dass halt erstmal alles erlaubt ist. Ich glaube, den Leuten ist es bewusst, dass sie hier etwas erlaubt bekommen. Und deswegen werden die auch nicht zünden. Auch der Fanbetreuer hat einen Doppelhalter dabei. Was steht da drauf? Hier drauf? Was ist jetzt mit der Bumserei? Na gut. Ja, Assis. Kurz vor dem Anpfiff. Die St. Pauli-Fans singen sich langsam warm. Hier genug Ordner, 6 oder so, ne? Genau dafür. Gespannte Hoffnung auf Düsseldorfer Seite. Vergeblich. Bereits nach 20 Minuten liegt St. Pauli mit 2:0 vorne. 2:0, ich glaub's nicht. Die Stimmung im Fanblock der Fortuna ist auf dem Nullpunkt. Auch wenn die Saison noch lang ist,
Verliert Düsseldorf dieses Spiel, wird es langsam ernst für das Team. Aber was keiner erwartet hat, die Fans verhalten sich zunächst ruhig. Eine Viertelstunde vor Spielende kontaktiert Sven Brooks die Einsatzleitung der Polizei. Gab's irgendwas? Nö, bis jetzt nicht. Stimmung ist gut, so wie es aussieht. Nur die zwei Jungs mit den bengalischen Feuern, ne? Aber die sind eigentlich ganz gut drauf, also es ist keine große aggressive Stimmung bei denen. Ja, hör doch mal, sonst hat er doch kontaktet und meinte doch, dass sie die Stimmungslage so wäre, dass sie sagen, eigentlich wollen sie feiern in erster Linie heute, ne? Aber, na, sagen, also, sagen, sind das sie gewohnt, auf den Arsch zu kriegen und so. Jetzt ist St. Pauli, Wetter ist gut, Bier schmeckt. Also das lässt auch Gutes hoffen für nach dem Spiel. Richtig. Wobei man immer, wie gesagt, die sogenannten Hooligans im Auge behalten muss, weil das an sich deren Ziel ist, sich auseinanderzusetzen. Und das müssen wir verhindern. Das werden wir auch verhindern. Die Wut der Fortuna-Fans richtet sich nicht, wie erwartet, gegen die Fans von St. Pauli, sondern gegen die eigene Mannschaft. Am Ende gewinnt St. Pauli mit 2:1. Düsseldorf hat schlecht gespielt und verloren. Ich habe so einen Hals. Wieso? Aber wir fahren 400 Kilometer. Für was denn? Für was? Für den Schrott? Ganze Wochenende versaut. Da freut sich jahrelang, nach Pauli zu kommen und dann sogar. Italienische Trainer. Die haben gar keine Lust. Dann sollen die zu Hause bleiben. Jetzt nach Schluss ist halt bei den Düsseldorfern schon ein bisschen die Enttäuschung zu spüren, pöbeln zum Teil ihre Mannschaft an. Mehr noch, einige Raudis von Fortuna wollen sich ihr Team vorknöpfen. Wir wollen die Spieler sehen. Randale! Sitzblocker! Die Ordnungskräfte sind gewarnt. Wiederholt kam es in letzter Zeit vor, dass enttäuschte Fans den Bus ihrer Mannschaft nach einer Niederlage mit Bierflaschen und Pflastersteinen beworfen haben. Diesmal umgeht die Polizei das Aufeinandertreffen von Mannschaft und aufgebrachten Fans mit einem Trick. Drecksäule, hauen Sie hinten rum ab, ne? Das will er sich nicht bieten lassen. Doch als Ein-Mann-Armee kämpft er auf verlorenem Posten. Galocke, ey. Ja, ey. Wie kriegen wir zu Hause? Zu Hause kriegen wir's.